Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem Video. Da spielen wir It's, das VR-Abenteuer. Was quasi ein Steam-Spiel ist, es heißt Jaunt. Und da kann man quasi so eine Art auf etwas reagieren, aber in 3D. Also man setzt seine Brille auf und man reagiert quasi drauf. Und dort, seht ihr auch, glaube ich, ist quasi It. Und wer It nicht kennt, das ist quasi ein Film, der kommt in die Kinos oder ist vielleicht sogar schon, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er kommt erst. Und das ist so ein Horrorfilm, wo es um so einen Clown geht. Also Clowns sind ja allgemein super gruselig. Und der Horrorfilm soll sehr gut sein. Also ich werde ihn hundertprozentig schauen, das kann ich euch sagen. Aber jetzt mal abgesehen davon, und zwar soll dieses VR-Abenteuer sehr, sehr gruselig sein und eigentlich versuche ich keine Horrorspiele mit VR zu spielen, weil das ist ein Level 2, okay? Ich mag Horror und ich finde es auch super cool, aber Horrorspiele in VR, okay, man kann es auch übertreiben, okay? Deswegen werden wir es aber trotzdem tun, weil ich glaube, man muss nicht mal spielen. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, man muss aber nicht spielen, man schaut sich nur um. Und es soll gruselig sein, okay? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich bin auf jeden Fall bereit, deswegen setze ich mal meine VR-Brille auf und da seht ihr It, okay? Da ist It und ja, ziemlich cool. Okay, let's go, start es. Ich habe drauf gedrückt, hier. A cinematic VR experience. Experience it like you have never imagined before in it. Float. A cinematic VR experience meets Pennywise and enter the sewers of Derry and you will float too. Okay, also man soll quasi richtig krass drin sein. Das ist quasi ein Sewer, was ihr auf dem Bild seht. Also ein Untergrund oder wie auch immer. Lass uns reingehen und spielen. Und meine Nase ist die ganze Zeit zu was näher. Okay, let's go, baby. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Schiss, weil, wie gesagt, Horrorspieler VR. Warner Brothers Pictures. Okay, seht ihr alles? Ich glaube, ihr seht alles, ja. New Lines. Oh, was habe ich gemacht? Warte mal, ich habe mal was gemacht. Okay, es gibt... Oh mein Gott. Wow. Bro. The Republic. Oh nein! Oh, ich will nicht unter die Erde gehen! Wow, wo bin ich? Alter, ist das. Oh mein Gott! The Frick! Was ist hier los? Das Boot! Das Kind ist weg! Wo ist das Kind? Oh mein Gott, ist das creepy! Ich hab Angst! Ich hab wortwörtlich Schiss gerade! Oh mein Gott! Wow! Oh Gott! Oh mein Gott! This is your boat. It's a nice boat. Was ist dein Problem, Alter? I'm Pennywise, the dancing clown. Now we aren't strangers, are we? Aren't you gonna come say hello? Dan, wie gruselig kann man sein? Wow! Ach du heilige Kacke! Was ist hier los? Okay. It's, da seht ihr es. Oh Gott, ist das real? Das ist so gruselig, Leute, ne? Es ist, oh, okay. Da sieht man die Shua. Also den Dings da, da. Warte mal, da ist jemand. Oh Gott. Die Teile nerven hier. Wow, Mäuse. Okay, wenn Mäuse vor dir weglaufen, machst du was ganz Tolles, ganz toll irgendwas falsch. Hey. Oh! Do you want a balloon? Hi! Ob ich Ballon will? Klar, gerne. Sehr gerne sogar. Oh mein Gott. I love Derry. Okay. Damn, mein Herz, mein Herz. Oh mein Gott, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Leute, ich bin absolut am Ende. Oh mein Gott. Oh, wie schwindelig. Da ist ein Mädchen. Oh Gott. Wieso ist da ein Mädchen? Ah, oh mein Gott. Oh, mir ist schwindelig. Wieso ist mir schwindelig? Ah, ich bewege mich gar nicht, oder? Im echten Leben. Okay, gut. Oh nein, hör auf. Wohin führst du mich? Oh, wie sind immer Kinder? Was können Kinder dafür? Oh, okay. Es war gerade kurz dunkel. Ich glaube, das sollte so sein. Oh mein Gott, was geschieht hier, Bro? Ich kann nicht mehr. Kannst du das deiner Mama erzählen? Oh mein Gott! Oh! Der Typ ist so gestört, ich will nicht mehr! Oh, da ist der Ballon wieder. Unser liebster, wundervoller Ballon.
Hallo. Noch mehr? Oh. Oh, shit. Oh mein Gott, ich hab so Schiss, Leute. Ich hab so Schiss. Oh, ich hab irgendwas geschlagen. Ich wollte ja mal Longback machen. Hi. Ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wohin gehen wir? Warte mal, wohin geh ich? Warte mal, ich kann ja nicht durch! Oh mein Gott, was ist los? Die Ballons platzen hier alle! Oh, oh, oh mein Gott! Heilige Sch... Oh wow! September der 8. Oh mein Gott, nein. Einfach nur nein. Einfach nur nein. Nein. Wirklich nein. Das war eins der gestörtesten Sachen, die ich je gespielt habe. Wortwörtlich. Ich habe es nicht mehr gespielt, aber es war so real. Es sah einfach so gut aus. Es war wirklich krank, okay? Okay, also die einzige Sache, die wirklich gestört war, war mein VR-Headset, weil die Kabel nerven extrem. Also deswegen... Ich wünschte, ich könnte VR ohne Kabel spielen, das geht, aber es ist teuer. Aber naja, auf jeden Fall, das war so gruselig, ne? Ich hatte einfach nur Schiss. Ich habe die Augen offen gelassen, aber das zu erleben, es ist einfach so, es ist verdammt krass. Ich meine, man denkt, man ist drinne und dieser Clown ist so gruselig und dann noch dieser Untergrund oder was auch immer das war, mit diesen komischen Ballons, wo wahrscheinlich überall Blut drin war. Okay, also verdammt, verdammt gruselig. Ich kann es aber kaum erwarten, den Film zu sehen. Also ich liebe Horrorfilme und ich weiß gar nicht, ob It ein Remake ist. Ich glaube, das ist ein Remake. Ich glaube, den gab es schon mal. Ich meine, It sollte man schon mal gehört haben irgendwo. Stimmt's? Oder bist du der Einzige? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall war es sehr spaßig. Und es gibt ja noch andere Sachen, aber die sind nicht so gut wie It, soll ich gehört haben. Deswegen, ja, It soll das Geile hier sein. Und es war ziemlich geil, okay? Es war richtig, richtig geil. Also für mehr davon sowas, lass noch um da. Falls du es ein bisschen geschafft hast, schreibe It, also IT, in die Kommentare. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.